herzlich willkommen bei Bauen und Wohnen mit Stil. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Bauen mit oder ohne Keller. Wer neu bauen will, hat sicherlich schon oft den Spruch gehört, ein Haus ohne Keller ist kein Haus. Ob das so ist und was wahr daran ist, das zeigen wir Ihnen heute. Die Menschen lieben Häuser mit Geschichte und stilvolles Wohnen. Seine Träume zu leben ist oft schwer. Wir geben Ihnen in unserer Serie Tipps für ein schöneres Zuhause, für individuelles Bauen und für Wohnen mit Stil. Die wichtigsten Faktoren für Pro- oder Kontra-Keller sind das Budget, das Grundstück, der Stauraum und Ihre Hobbys oder Vorlieben. Beginnen wir der Reihe nach. In der Regel ist das Budget beschränkt und Ihre Wünsche sind sehr groß. Also, was tun? Kleines Haus, kleiner Keller. Großes Haus, großer Keller. Da der Keller meist unter dem kompletten Erdgeschoss liegt, wächst er und dessen Kosten mit der Größe des Hauses mit. Fakt ist, wer ohne Keller baut, der spart zwischen 40.000 und 80.000 Euro bei einem mittelgroßen Einfamilienhaus. Faustformel: Rechnen Sie für einen Keller ca. 10-15% Ihrer Baukosten. Vermeiden Sie es, einen Teil des Hauses zu unterkellern und den anderen Teil mit der Bodenplatte weitergehen zu lassen. Die statische Unterstützung dieser Bodenplatte ist so aufwendig, dass es in der Regel Sinn macht, das komplette Haus gesamt zu unterkellern. Ein gutes Bauträgerunternehmen kann Ihnen dort den Break-Even sehr gut und sehr rasch ausrechnen. Ob hier eine Voll- oder Teilunterkellerung ratsam ist, das hängt im Wesentlichen von der Ausrichtung des Gebäudes und von der Zuwegung ab. Ist ein Teilkeller möglich, so kann man an dieser Stelle richtig viel Geld sparen. Das Kellergeschoss ist gleichzeitig Wohnraum. Treppe, WC, Hauswirtschaftsraum liegen hangseitig und dienen gleichzeitig als statische Stützung für den Hang. Vorne ist bereits das Holzhaus angedockt und die Zwischendecke ist ebenfalls aus Holz. Das ist die wirtschaftlichste Variante, einen steilen Hang mit einer schönen, funktionalen Architektur zu bebauen. In diesen Häusern existiert ein wunderbares Wohnklima. Der vorherrschende Baustoff ist Holz. Je teurer und kleiner der Baugrund, desto mehr Nutz- und Wohnfläche muss herausspringen. Diese einfache Regel bestimmt, dass in Städten mit hohen Grundstückspreisen kaum ein Haus ohne Keller gebaut wird. Sind Sie im Besitz eines großen Grundstückes und können großzügig bauen, dann investieren Sie Ihr Geld lieber über der Erde anstatt unter der Erde. Um wie viel schöner ist es, wenn Sie ein großes Anwesen Ihr eigen nennen, anstatt ein kleines Haus mit Keller verloren auf dem Grundstück zu haben. In manchen Gegenden verbietet oder erschwert das Graben in die Erde eine Investition in den Keller. Fels, Torf oder ein hoher Grundwasserspiegel können zu Kostenexplosionen führen und den Keller von vornherein aus Kostengründen ausschließen. Ein guter Architekt wird Ihnen von vornherein eine Bodenprobe empfehlen, um ausufernde Kosten zu vermeiden. Seien Sie realistisch in der Einschätzung, wie viel Stauraum Sie wirklich benötigen. Wenn Sie unsicher sind, dann helfen Ihnen vielleicht diese Richtwerke. Waschmaschine, Trockner 2 Meter, Vorräte 2 bis 3 Meter, Heizung und Lüftung 3 Meter, Kisten für Weihnachtsdeko 2 bis 10 Meter, Wintersachen ab 1 Meter, Schuhe ab 1 Meter, Ausrüstung für Ski, Klettern, Golf, Fahrrad und anderes ab 2 Meter. Hobbybereich wie Werkbank, Basteln, Nähen 2 bis 4 Meter. Wenn Sie eine Sauna planen, dann brauchen Sie 4 Quadratmeter circa. Sind Sie ein großer Bastler, Heimwerker oder Sammler, dann kommen Sie nur schwer ohne einen Keller aus. Auch eine große Weinsammlung gehört in den Keller. Oder wenn Sie Obst, Gemüse in einem Naturkeller lagern wollen, so geht das auch nicht über der Erde. Der Trend heute geht eindeutig zum Bau ohne Keller. Es gibt keine Heizungskeller mehr, sondern einen praktischen Mudroom, in dem Heizen, Waschen, Basteln untergebracht sind. Unsere Checkliste Pro- oder Kontra-Keller finden Sie wie immer zum kostenlosen Herunterladen auf unserer Internetseite. Ich freue mich jetzt schon, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Bauen und Wohnen mit Stil.